dann so weg. Dann bleibt eigentlich nur noch die Stadt. Gerade irgendwas gehört. Habe ich mich aber wohl getäuscht. Denn lass uns doch mal... Ja, ja, alles gut. Alles gut. Herr Bart. Alter, wir können so weit fliegen. Ich habe nur mal Angst, dass ich dann irgendwann doch abstürze. Aber eigentlich brauche ich ja keine Angst haben, weil wir haben ja Brems-Raketen, ne? So, na gut, dann machen wir jetzt mal die Nesti-Quest. Vielleicht treffen wir noch auf die beiden Autos, die uns hier abziehen wollten. Diese beiden Pimmelnasen. Fachkreisen auch Nasenpimmler genannt. Dann eines muss ich Baxter lassen. Ausgerechnet im Krater seine Zelte aufzuschlagen, zeugt von Mut oder ausgemachter Dummheit. Kaum eine Möglichkeit zur Flucht, aber bevor es diesen Sack erwischt, kann er sich auf eine Mauer von Idioten verlassen, die jederzeit ihren Arsch für ihn hinhalten. Also eigentlich recht schlau gemacht. Waren wir da oben schon mal? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da noch nicht waren. Kann er auch nicht. Hier liegt auch noch Zeug rum. Machen wir noch einen kleinen Abstecher dahin. Schon wieder eine Sonnenbrille. Sicht der Dinge. Schon wieder. Alter Schwede. Was ist denn noch? Ich weiß, hier war irgendwo noch so ein Hyopai, ne? Ich glaube, wir werden auch noch sehr viel dunkles Elex bekommen. Irgendwie passiert hier auch noch mal was. Türme von den Jungs einnehmen, ne? Von den Sky Ends. Nesti, mach dir nicht in die Hose. Du hast nur eine mit. Oh, noch ein Großbogen. Geil. Jetzt haben wir zwei Beschädigte, ne? Jetzt brauchen wir noch einen. Dann können wir upgraden und dann können wir wieder upgraden und dann sind wir unbesiegbar im Fernkampf. Ne? So richtig, ne? Hier, genau. Sehr nice. Jetzt brauchen wir noch einen beschädigten Großbogen. Vielleicht müssen wir den noch kaufen. So, dann haben wir das hier auch erledigt. War hier nicht irgendwo auch so ein Viech? An der Brücke? War es nicht sogar hier oder habe ich den schon getötet? Oh, was haben wir denn da? Bist du alleine? Cliff. Wie Cliff? Cliff? Hat das Ding einen Namen? Oh, Cliff greift an. Cliff macht gar keinen Schaden. Scheiße, Mann. Jetzt sind meine Hände fast komplett taub. Oh, nimmt dieses Teil überhaupt auf? Ich kann noch nicht mal die Knöpfe richtig drücken. Keine Ahnung, wie lange das her ist, dass ich das Zeug geraucht habe. Mir ist kotzübel. Dieser Druck auf der Brust. Mein Herz bohrt sich gleich nach draußen. Leute, lasst die Finger von dem Scheiß. Das ist der übelste Trip, den ich je hatte. Ach du Scheiße. Cliff hat das dunkle Elex geraucht. Und sich in ein Sky End verwandelt. Das ist ja toll. Und der hat das nur geraucht.
Ich meine, wir haben es in uns und sind damit infiziert, glaube ich. Wir haben faszinierenderweise ein ganz anderes Problem und uns immer noch nicht verwandelt. Was hier merkwürdig ist. War hier nicht ein großer? Bin ich auch schon mal von der Seite reingekommen? Ach, hier oben war die Mine, ne? Dann war doch, der war doch hier, oder nicht? Da ist er ja. Ein Urtier. Ob du mich hier hinwerfen kannst. Dann mal schön weiter. Ja, den müssen wir gleich. Bis der hier angekommen ist, müsste der eigentlich tot sein. Ich glaube, das ist das erste Urtier, oder? Und tschüss. Cool. Cliff und das Urtier. Nice. Hat der Cliff sich verwandelt? Weil er das dunkle Elex geraucht hat. Ach du Scheiße. Das wird also auch aus uns. Na, das wird ja ein lustiger Trip. Komm gleich, keine Sorge. Hier könnte es lustig werden. Ja, das glaube ich auch. Was war da denn? Dosenöffner. Dosenöffner. Was ist das denn? Raketenwerfer. 354 zu 306. Oh, nice. Mm. Schön. Können wir sogar benutzen. Cool. Sehr geil. Haben wir, siehst du, haben wir gleich 9. Oh, da ist ja noch einer. Der ist nicht alleine. Ja, Nessie, du musst nicht helfen. Ist Blödsinn. Ich mach das schon, siehst du. Könnte ich da doch noch nicht lang gekommen. Danke, Nasty. Ist gut gemacht. Noch ein Urtier. Explosion. Sag mal, was ist denn hier für ein Gezuppel? Geht's denn da hin? Ach, zur Mine. Ja, komm halt her, wenn du was aufs Maul willst. Können wir vorstellen, dass das auch eine Quest wird, wie räumen den Weg zur Mine frei. Ich habe nicht nur den Weg zur Mine freigeräumt. Aber der ging halt auch gleich noch. Die Mine leer geräumt. Oh, ist ja schön, ich muss nicht mehr healen. Voll geil. Super geil. Das ist wirklich super geil. Vielleicht will Nessie auch Baxter töten. Damit Logan hier in die Macht kommt. Nicht, dass wir sie jetzt zu ihm führen und dann hat er auch noch seine Leibwache abgezogen und uns gegeben. Dann macht sie den gleich kalt. Da waren noch mehr Viecher, ne? Ja.
gern treffen. Okay, weg, du Schlumm. Knoblauch. Noch einer. Hit me. Hit me, baby, one more time. Muss aufpassen, wird bestimmt geclaimt auf YouTube, nur weil ich das jetzt gesungen habe. Okay, das nächste Urtier. Das Scheißvieh sucht Ärger. Ja, kümmere dich doch lieber um den da hinten. Ich komme schon. Bin könnt schon auch da. Mal den nehmen, ne? Und wenn man trifft. Ich lasse dich nicht hängen. Macht aber auch nicht wirklich mehr Schaden. Ich komme schon. Ja, hat sich schon erledigt. Alles gut, Nasty. Aber hier rennen aber viele von den Viechern rum, ne? Aber schön, dass die jetzt kein Problem mehr darstellen. Oh, hier waren sie aber auch noch nicht, ne? Glaube ich. Mal gucken. Hier waren wir. Aber den Weg hier sind wir irgendwie von hier oben. Wir sind von hier, glaube ich, irgendwie so lang, ne? Dann sollte jetzt der Weg zur Mine eigentlich rein theoretisch frei sein. Aber hier ist alles voller Urtiere, Alter. Ja, krass. Komm, wird aber alles voller Zyklopen. Okay, das Ding ist einfach immer noch da. Okay, dann los, lass uns mal rein. Da oben ist noch eine Ratte. Scheiß auf die. Dann lass uns mal rein. Endlich mal. Die erste Nessie-Quest. Die gleich so lange dauert. Aber haben die anderen Quests ja auch jeweils, ne? Hilfreich ist sie trotzdem nicht. Ich glaube, da können wir besser wirklich alleine uns auf den Socken machen. Auf den Socken. Ich habe nur einen. Ich mache uns nur auf den Socken. Ich wollte sagen, warum ist der Eingang hier nicht bewacht? Aber es gibt ja keine Wachen. Ich glaube, ich bin nicht Stadtwache. Jetzt sieh dir dieses Rattennest an. Beschissenes Fressen, beschissene Gesellschaft, beschissene Bescheißer. Jetzt sollen wir umdrehen? Quatsch, ist doch nett hier. Aus dir kann man einfach nicht schlau werden. Ein bisschen zu einfach. Wie auch immer. Kalt lässt mich das nicht. Nee, backst her. Nessie, du wolltest doch hier. Was sehen meine müden Augen denn da? Bist du nicht die Zwillingsschwester von diesem Arschloch Logan? Der Kerl, der sich damals mein vorgenommen und mich vertrieben hat wie einen Hund? Ja, leider. Und bevor du fragst, nein, ich hab nichts mehr mit ihm zu tun. Wenn du ihm den Arsch aufreißen willst, bitteschön. Er hängt irgendwo an der Küste von Caracas herum. Tja, Schätzchen, es ist nicht die Frage, wo Logan ist. Das weiß jeder. Die Frage ist, ob man ihn auch zu fassen kriegt, ohne dass er dich zuerst erwischt. Ich hab schon einige gute Männer verloren bei dem Versuch, ihn zu erledigen. Ja, er ist eine harte Sau. In der Tat. Na schön. Wie ich sehe, bist du bei den Morkons untergekrochen. Eine Fanatikerin habe ich noch nicht in meiner Sammlung. Versuche es und du wirst es bereuen. Dann habe ich keine Verwendung für dich. Zisch ab.
Nasty ist hier um meine Audienz im Auftrag der Morcons. Komm, lass den Scheiß. Ich kann das schon selbst. Was hab ich denn mit den Morcons zu schaffen, Schätzchen? Es wird nicht lange dauern, bis die Vandalen in dein mieses, kleines Loch hier einfallen und dir deine dreckige Visage einschlagen. Und mit so einem Stück Scheiße verbringst du deine Zeit. Ihr macht mir Spaß, ehrlich. Selten so gelacht. Eigentlich müsste ich euch die Eingeweide rausreißen für diese Frechheit. Aber wisst ihr was, ihr kleinen Scheißer? Ihr seid gestraft genug. Besser ihr bleibt zusammen. Alleine habt ihr keine Chance. Das war's. Ich rede gleich mit ihr, ich muss ganz kurz. Ich habe mein Licht heller gemacht, weil offensichtlich ist mein Monitor noch viel zu hell gewesen. Ich muss ganz kurz nachjustieren. Das ist aufregend. Warte. Es ist auch mega warm hier. Warte. Passt nicht zusammen, ne? Nee. Also kurz, warte. Ich hab gleich, also ich bin gerade im Stream, ne? Aufnahme, es sieht ja gut aus. Verstehe ich auch manchmal nicht. Manchmal ist es gut mit dem Greenscreen, manchmal ist es scheiße. Und ich reflektiere halt, ne? Aus irgendeinem Grund krissel ich dann auch. Normalerweise geht's in der Aufnahme, aber im Stream ist scheiße irgendwie. Verstehe ich gar nicht. Aber wir reden auch gleich mit Nasty, keine Sorge. Ich hab's gleich. Hä? Verstehe ich nicht. Jetzt krieg ich's gar nicht mehr eingestellt. Das ist ja richtig toll. Sehr merkwürdig. Das ist sehr merkwürdig. Ich glaube, ich gehe mal ganz kurz hier rüber. Dann machen wir eine ganz kurze Pause. Und sehen uns gleich wieder. Ich muss mal ganz kurz meine Lampe drehen. Moment.